Zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Weiter geht's auf Alheim V4. Der Elitefahrer hätte ja gerne mal einen Solaris Urbino 15 gesehen, habe ich mir gedacht. Mache ich allerdings nicht dritte Generation, sondern zweite, weil dritte Generation habe ich gerade nicht da. Mit dabei sind Gerd und Nick. Hallo. Hallo. Und der Nick, der nimmt auch auf. Hui. Ja, der Wahnsinn. Dritte Generation war aus. Erst Dienstag wieder. Ja, genau, erst Dienstag wieder. Das Schöne ist, ich habe einfach die Amod gemacht, ohne runterzuzählen, damit Nick seine Aufnahme starten kann, aber es hat trotzdem funktioniert. Ja, lustigerweise ist der Anfang minimal abgeschnitten, aber es ist egal. Das okay, bleibt jetzt ja. So. Ja, wir starten in Löwenhaus und der Nick startet in Bentstein an der S-Bahn. Jo. Da, wo wir hinfahren. Haha. So, also, ich habe 5 Minuten. Seid ihr heute also entgegenkommt, ja? Ja, wir sind heute sehr entgegenkommend. Ich habe jetzt die Pause mal reingemacht. Abfahrt habe ich um 10.26 Uhr. Gut, dann stelle ich die Uhr jetzt auf 10.25 Uhr vor. Also auf eine Minute vor Abfahrt, Nick. Ja. So, eingestellt ist. Und Pause raus in 3, 2, 1. Jawohl. So, Pause ist raus. So. Tür geht auf. Ich muss erst noch vorziehen hier. Und die Bremse rausmachen, das geht meistens dann einfacher. Praktisch. Pause raus, Tür geht auf und mit will keiner. Gut. Die wissen, was ihnen blüht, wenn sie bei dir einsteigen. Wir fahren übrigens die Morphe-Mod-Variante. Ah ja, beschwert sich, weil auch keinen wirklichen Vorratsdruck im Moment hat. Hätte man ja vorbereiten können. Habe so. Ich vorher schon, aber... Guten Tag. Ich habe vorhin tatsächlich auch kurz einen Motor schon laufen gehabt, weil er bei mir schon die Türtaste geblinkt hat. Ja, das Problem hatte ich jetzt noch nicht. So. Der Inverter ist so laut in der Kiste. Gang rein, dann klappt's auch. Direkt in den ersten... Ja. 2 Minuten schon mit den großen Tipps fürs Leben. Ich mit Bremse raus, genau. Bio mit Gang rein. Ja. Och, Ruckelpartie. Also jetzt nicht das Omsi-Ruckel, sondern Schlagloch über Schlagloch. Und bei 60 schaltet man in den Rallye-Gang, beschriftet mit R, ne? Ja. Genau. Den nutzt man doch häufig bei Kopfsteinpflaster. Mhm. Ja, immer. Ich muss tatsächlich sagen, ich wusste nicht, dass es eine Solobuslinie ist. Ich wäre jetzt, wenn ich nicht nochmal nachgeguckt hätte, Gelenkbus gefahren. Wäre bestimmt ein Abenteuer mit dem Gelenk. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie die Linie so ist. Ich bin die ewig nicht gefahren. Hier in Bentstein ist es ein bisschen enger, aber ansonsten keine Ahnung. Interessant wird auch die 137, wobei die mit Midi-Bussen gefahren wird. Oh, 10 Meter also. Ja. Also mit Schuhkarton, ja? Mit Schuhkarton, ja. Aber die ist ganz schön eigentlich. Da ist halt nicht viel los, aber die fährt dann auch nicht so regelmäßig entsprechend. Bosswisch! Wir stehen übrigens kurz vor den 1300 Abonnenten. Was? 2300. Du? Nein. Nick hat dich schnell mal überholt. Ja. Ja, wir haben jetzt seit dem Weihnachtsstream haben wir heimlich Kanäle getauscht. Das haben wir jetzt noch nicht so ganz überführt. Die Videos waren trotzdem von Mayo. Ja, aber das sollst genau, du doch nicht. Er ist jetzt kurz vor den 1300 mit meinem Kanal. Ja, und du mit meinem kurz vor den 2300. Ja. Aber das wollten wir doch nicht erzählen. Ja, aber du hast es ja jetzt eigentlich schon verkackt. Ja, hast du auch wieder. Hast du auch wieder weg, ja. Wird wieder eindeutig bewiesen, dass Mayo kennt sich mit Kacken aus. Mag diese Stelle hier nicht. Ja, fahr doch vorbei. Vor allem mit einem Bus, den ich nicht einschätzen kann.
Ja, fahr doch noch langsamer. Da ist zu viel Platz, dann fahren die immer langsam. Ja. Hochflur. Aber schön. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich nochmal um sie aufnehme, aber ich hatte jetzt irgendwie Lust drauf. Ja, ist doch gut. Ist doch schön. Ja. Kommt mal wieder Content. Ja, eine Folge. Reicht dann fürs nächste halbe Jahr oder bis so. Bis in 4 Monaten dann wieder. Ein Lebenszeichen von Nick. Ja, wobei man muss ja sagen, ich streame mittlerweile zumindest häufiger als so einmal im Jahr. Das stimmt wohl, ja. Das gleicht das vielleicht ein bisschen aus, weil in den Streams ist ja eigentlich fast immer um sie dabei. Und da macht es dann eigentlich auch wirklich Spaß. Habe ich auch demnächst wieder vor, weiß ich nur noch nicht genau wann. Eieiei. Das sind Haltestellennamen hier, da merkst du wirklich, dass du in der Pampa bist. Hochflor, Heidchen, Fuchsbau. Warum ist der jetzt einfach quer über die komplette Straße gefahren, um dann im Erdboden zu versinken? Weil er es kann. Okay. Auto aus der Hölle. Ja. Fuchsbau. Alter, ist das ein Gerumpel hier? Ach, und wieder fahren wir über Eichenhöhe Bahnhof. Ja, das wird sich auch, solange wir Eichenhöhe Linien haben, nicht wirklich großartig ändern. Ja, das stimmt. Weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, nach der 137 kommt schon die 141. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Ja. Die tatsächlich nicht über Eichenhöhe fährt. War bestimmt versehen. Ah, okay, die zwei da sind sich nicht ganz einig, wer fahren darf. Gewerbegebiet Osterfeld. Jetzt gar nicht geschaut, wie lange wir überhaupt unterwegs sind. 40 Minuten circa. Oh ja, das ist ja ein gutes Stück. Es geht. Ja. Die bringt ihr dann auch am Stück, ne? Ja. Bendsteiner Straße. Ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mir Alheim V4 so viel Spaß macht. Das ist auch eine echt schöne Karte. Nur kommt Omsi halt... manchmal begrenzt mit den vielen Linien, klar, weil der dann da echt ein bisschen zu knabbern hat am Fahrplan, weil er den ja irgendwie immer wieder aktualisiert oder so, weiß ich nicht genau, was er da macht. Da hast du dann ab und zu mal Ruckler drin. Ich bin auch noch relativ pünktlich. Ja, ich bin tatsächlich eine knappe Minute zu früh im Moment. Ja, ich hatte jetzt auch minus 0,3. Aber hier ist halt auch nichts los. Ja. Wir fahren übrigens am Karfreitag. Ja.
Und Karfreitag ist in Omsi kein Feiertag. Ja, beziehungsweise auf Alheim. Oder auf Alheim, ja. Das kannst du ja alles einstellen, aber hat man wohl vergessen. Ja, Hüttmannsweg, wir merken, wir kommen den Bahnhof Eichenhöhe immer da näher. Da muss ich tatsächlich sagen, ist das beim BBS im, zumindest im Multiplayer ganz cool. Der macht das automatisch. Ferien und Feiertage hinzufügen beim Start. Auch wenn es in der Karte nicht konfiguriert ist quasi. Hallo. Ich müsste auch mal wieder BBS fahren. Das habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Ja. War das bevor oder nachdem er gekündigt worden ist wegen Inaktivität? Sag doch sowas nicht. Hofstraße. Oh, zu weit. 1,5 Minuten zu früh. Ach, da wollte jemand raus. Hoppala. Hier geht auch, oder? Gut, ich glaube, ich verstehe so langsam, warum es eine Solo-Buslinie ist. So viel ist hier tatsächlich nicht los. Nee, es hält sich in Grenzen tatsächlich. Osterfelder Markt. Jetzt kommt Eichenhöhe. Ich bin noch mal gespannt, ob ich die Linie zusammenkriege. Ich glaube, ich bin die wirklich nur, also höchstens zweimal gefahren, seit die Karte draußen ist. Und das ist ewig her. Okay. Also Verfahrer inklusive, ja? Ja, jetzt zum Beispiel bin ich mir schon nicht mehr sicher, weil da irgendwie meine Liniennummer gefehlt hat am Schild. Aber ich glaube, ich muss einfach hier links rum. Weil sie einmal um Pudding fahren. Na, jetzt habe ich Standbild vom Bahnhof Eichenhöhe, ja, war ja klar. Und um sie so. Ja, ja. Guten Tag. Guten Tag. Um sie kann das. Um sie stirbt gerade. Hm? Na, ich hoffe nicht. Komm schon, Omsi. Danke. Oh! Hat sich echt noch gefangen? Ja. Hat aber gedauert. Ich hatte da ja heute schon wieder. Ich bin ja heute im BBS gefahren, heute Vormittag. Oder heute Mittag. Ja, irgendwie so. Bin wirklich 2 Minuten auf Linie gewesen. Omsi abgekackt. Also Omsi wie immer. Ja, quasi. Ach, guck mal, da ist die 136. Ach, die 136 wird vom Ross... Oh, ja, scheiße. Mario sagt, guck mal, da ist die 136. Was kommt mir entgegen, die 136? Ja, und sie wird vom Rostorf gefahren. Ich habe es bei der 135 noch... Habe ich es noch gesehen und gesagt. Aber dadurch, dass ich jetzt für den Elitefahrer den Urbino 15 fahre, habe ich natürlich jetzt keinen Rostorf-Repaint gehabt. Ja, da macht ja nichts. Aber macht ja nichts, dafür haben wir das alte Alheim aussehen. Also ich bin im BVG-Repaint unterwegs. Ja gut, ist jetzt auch nicht viel besser, ne? Leihbus. Ja, genau. Von der BVG, weil die haben die nämlich im Übermaß. Ja. Wir müssen weiß. Auf 3A. Oder, also oder gebraucht der BVG abgekauft, aber noch nicht umlackiert. Ja. Wir haben tatsächlich einen... ich gehe jetzt zumindest davon aus, BVG C2, also ex-BVG C2 bei uns rumfahren in Freiburg. Für einen Subunternehmer allerdings. Ja, kann ja sein. Ne, gebraucht, aufgekauft. Ja, ja, klar. Bülowstraße. Ja, wundert mich nur ehrlich gesagt
meistens ein bisschen bei solchen modernen Fahrzeugen. Also der kann auch noch nicht so alt sein. Ja, aber je nachdem, was für eine Laufleistung die dann runter haben, dann trennen sich die Unternehmen da schon von. Ja, kommt ja nicht nur auf die Laufleistung an, kommt auch darauf an, wenn Neubeschaffungen kommen und dann werden halt auch neuere Fahrzeuge dann aussortiert. Vielleicht, weil die vorher irgendwie anfällig waren oder Fehlkauf, weil es ein Solobus ist, aber man eigentlich Gelenker bräuchte und sowas. Das kann so viele Gründe haben. Das wäre aber schlecht, wenn man das im Nachhinein erst feststellt, was man eigentlich für ein Fahrzeug braucht. Ja. Ja, oder man hatte noch ein paar Solobusse angeschafft und tauschen jetzt doch gegen Lenk um. Ja, weil dann doch irgendwann Fahrplananpassungen kamen, die das einfach nötig machen. Stell dich nicht so an. Bald. So, ab gibt jetzt nicht zu kalt, gibt nur falsche Klamotten. Ab jetzt hoffe ich einfach in die richtige Richtung zu fahren. Kira-Anna-Straße. Aber ich bin die ganze Zeit ein Ticken zu früh irgendwie. Aber das sieht gut aus, nach Gracht muss ich. Eichenhöhe war ich jetzt auch relativ pünktlich. Ist es schon durch in Eichenhöhe? Ja, fahr gerade raus. Ah, okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, du hast da keinen planmäßigen Aufenthalt gehabt. Das könnte nämlich sein, manche Linien haben den. Nö, ist okay. Ach ja, dann. Guck gerade mal bei mir. Hallo. Wo ist es denn? Da. 13.05 Uhr, 13.08 Uhr. Nö, nicht wirklich. Nö, nö, das geht, das geht. Friedhof Gracht. Komm, fahr. Aber mit 15 Metern geht es ganz gut. Aber ich muss auch sagen, bei dem Solaris Urbino vom Frizzly ist auch die 15 Meter Variante angenehm zu fahren. Bin ich, glaube ich, wenn dann sehr selten gefahren. Dankeschön. Hallo. Kann mich nicht dran erinnern. Auch wenn ich eigentlich ab und zu gerne 15 Meter Bus fahre. Wobei, seit jetzt der C2 da ist und auch nochmal ein Update kam, der so das ein oder andere behoben hat, der Update auch gut, fahre ich eigentlich nur noch den, von daher. Ja gut, das Update war ja das kurz nach Weihnachten, ne? Ja, kann sein. Ich habe mir jetzt das Datum nicht aufgeschrieben, aber kam ja nur ein Update. Dann wahrscheinlich ja. Jetzt fahren wir gleich aus. Fahren wir gleich von der Eichenhöhe Kachel runter und dann geht's auch mit der Performance wieder besser. Ah doch, guck hier. Ist ja mit den Haltestellen schon wieder nicht hinterhergekommen oder kommt hier noch eine Haltestelle um die Ecke?
Lass dich überraschen. Da war ich mir jetzt doch nicht mehr ganz sicher, aber da kommt tatsächlich noch eine. Hoppala. Muss auf die Busspur. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Ansonsten nimmst du das mit der freien Fahrstreifenwahl doch sehr ernst eigentlich. Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Standzeit. Skaralscher Park. Macht aber nichts. Nee, am Skaralschen Park waren wir jetzt gerade. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich kein Fan vom Atron bin? Weil irgendwie das mit der Haltestellenweiterschaltung ist schon ein bisschen ein Krampf mit dem Kasten. Oh, das hat aber gut gepasst hier. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Grachtermarkt. Boah. Da bin ich gerade losgefahren. Ja, da. Dann fährst du jetzt Richtung Bundesstraße. Grachtermarkt. Ja. Ja, und ich komme gerade von der Bundesstraße. Müssen wir uns jetzt begegnen. Warte mal, ich bin jetzt gerade am Zweifeln, ob ich hier überhaupt... Also Nick, fahr bitte äußerst rechts und pass auf den Gegenverkehr auf. Ich hätte eigentlich... Naja, komm, dann fahre ich jetzt halt hier raus. Ah, Nick verfährt sich lieber. Bist am Grachtermarkt los und bist dann rechts abgebogen an der Kreuzung? Nee, ich bin da um Pudding rum und dann... Nee, da fahre ich jetzt noch. Und dann, also quasi von der Haltestelle weg, rechts rum, dann musst du ja durch diese kleine Straße da durch. Und dann hättest du gar nicht machen brauchen. In meine Richtung doch schon, aber ich muss gerade... Ich hätte dann gerade ausfahren müssen und eine Kreuzung später rechts. Ja. Und ich bin aber direkt wieder rechts gefahren. Jetzt... Ich glaube links rum, oder? Ich glaube, hier waren wir auch schon mal, ne? Jetzt brauche ich doch mal mit der 132, siehst du? Ja. Friedhof Gracht.
ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mit 15 Metern bis hierher so gut durchkomme. Ist noch nicht zu Ende. Ja, aber bis hierhin habe ich mich doch mit 15 Metern jetzt gut geschlagen. Der ein oder andere Kreisverkehr kommt auch noch. Ja, ja, ich weiß. Darum fährst du ja auch am Karl Friedhof vorbei. Oberhausener Straße. Oh, 1,40 minus am Grachter Markt, dann bleibe ich ein bisschen stehen. Ich mag diese Busspur hier in der Mitte von der Bundesstraße. Da kann man auch einfach mal kurz drauf treten, ohne dass einem einer in die Quere kommt. Ja, das habe ich auch gemacht. Hallo. Guten Tag. Hallo. So Leute, bitte schnell, ich krieg gleich Fahrt. Ja, da fahre ich jetzt noch. Der Bus hat zum Glück genug Power, dass das noch reicht. Der Mayo ruckelt? Oder ist das nur die Discord-Übertragung? Das ist die Discord-Übertragung. Bei mir ruckelt nichts. Geht die Ampel auch mal auf Fahrt? Ah, jetzt. Dacht gerade schon. Wieso, ruckelt immer noch? Minimal jetzt noch. Oh, da bin ich ein bisschen weit vorgefahren. Oh, da müsste ich aber eigentlich rauskommen. Zack, drei Schwerverletzte. Tschüss, Laterne. War doch klar. Ja, der hat eine größere Kollision, der Solaris. Und das ist, merkst du halt an solchen Ecken. Kann je nach Laterne auch die Laterne sein, die eine größere oder die Laterne, ja. Neuenhauser Straße. Weil da war Platz genug und da hätte ich eigentlich rauskommen können. Da waren die 95 Probleme wieder. Eieiei, ruckel, ruckel. Man merkt, dass der Eichenhöher Bahnhof jetzt drin ist. Ja, ja. Hallo. Hallo. Ach, hinter der Bülowstraße jetzt links, okay. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie 8 sowie zum. Was ist denn jetzt mit dem Automaten los? Ach, ich glaube, ich habe den Texturbug, dass er mir hier Quatsch anzeigt. Hey, hallo, kannst du mal aufhören, hier rüber zu kommen? Kenn ich. Ja. Nur, dass hier der Bildschirm nicht schwarz wird, sondern nur einfach nur die Schrift unsichtbar. Ja. Schön. Aber ist ja auch kein Wunder, ne? Kaum nimmt man auf, klappt wieder nichts mehr. Das ist ja häufig so. Häufig? Immer. Ja, okay, okay, okay. Och, hier war ich ja ewig nicht. Osterfelder Markt. Zum Wochenende. Ja. Ja, stimmt.
Schon mal gucken, welcher Bussteig. 1A, perfekt, das ist einfach. Hier war ich echt ewig nicht am Osterfelder Markt. Ja, so oft kommt man da auf der V4 auch nicht mehr lang. Nö, hält auch hier nur die 136. Und die 164. Ja, die hält auf der anderen Seite. Die startet und endet da. Ja, genau, 164. Nach Burg Freisenberg. Ja, nach Burgburg. Nach Burgburg, genau. Flügelstraße. Ja, am Osterfelder Markt war früher mehr los. Oh, da stehen sie im Bordstein. Mhm. ...1,30 habe ich noch Standzeit. Okay, da bleibe ich stehen. Ja, ich weiß gar nicht, ob früher am Osterfelder Markt tatsächlich mehr los war, aber du hast jetzt halt so viele Linien, dass die zwei, die da langfahren, nicht mehr so stark auffallen oder ins Gewicht fallen. Ja. Ich frage mich immer, warum die im Solaris hier stehen. Es gibt so viele Sitzplätze. Ja, weil die doof sind. Ja. Und die kriegen es nicht mal mit. Yeah. Bisschen schnell. Noch ein Gegenkurs. Was denn? Hm? Yeah, halt doch an, hallo. Oh. Ach. den habe ich nicht gesehen. Ja, in seiner Tarnfarbe konnte man den auch schon mal total übersehen. Nee, den habe ich aber wirklich nicht gesehen. Du hast noch nicht mal hingeguckt. Ich habe vorher hingeguckt, da war er noch nicht. Und dann hat mich der eine Blödmann da irritiert, weil ich den ja die ganze Zeit vorlassen wollte und der nicht gefahren ist. Ja, der knallt mir jetzt rein. Oder? Oh, er kommt vorbei, wow. Ach, gleich nochmal die Haltestellen korrigieren. Korrigieren. Ja, wobei das hier in Eichenhöhe ja zugegebenermaßen normal ist, weil du ja, ja weil erst du so um den quasi Pudding vorbeifährst fährst und dann nochmal hältst, dann schaltet er ja nochmal einen vor. Ah, das hier ist knackig. Am Abschluss. Aber da ist doch gar nicht Schluss. Wenn Omsi die Kachel rauslädt, schon. Ja. Ja, okay. Trommelstraße.
So, komm schon, komm, danke. Jetzt stimmt's wieder. Guck mal, weil da. Ja. So weit ist nicht mehr. Das war ja eben mehr Fahrgastdesinformation als Fahrgastinformation. Wie war das noch? Besser gar nicht informiert als schlecht informiert? Mhm. Oder als falsch informiert? Ah, guck an, hier hält die 64 auch. Landgast, Disselberg, Hallo. Hauptbahnhof, August. Ja, die 64, das wirst du dann auch feststellen, wenn die irgendwann dran ist. Die 64 fährt ganz furchtbar in Osterfeld August. Rum. Die biegt gefühlt 300 Mal ab in den ersten 10 Minuten. Weißt du, Augustental. Ich meinte eigentlich Augustental. Aber Augustental, ja. Toll. Sehr gut vorgelesen. Augustental. Vielleicht gibt es da auch einen Zahnarzt. Augustental. Ja, vielleicht gibt's den da. Liebe Grüße an Benny, der jetzt gerade wieder kopfschüttelnd vor seinem Rechner sitzt. Ja. Hat er nicht gemacht. Das ist ja auch eine blöde Ecke hier. Hier fährst du ja alles zu Klump, wenn du einfach drauf zuhältst. Ja, genau. Warte, bis ich in die Engstelle fahre und fahr dann mit. Du bist echt ein Held. Knallkopf, ey. Fühl mich hier nicht wohl. Genau deshalb. Alter. Ich wusste es, dass das passiert. Werde ich jetzt mal beide Spuren dicht. Ihr könnt mir jetzt mal. Jetzt brettern sie dir auch rein. Nee, das machen sie zum Glück nicht. Aber dass ich den jetzt nicht mitgenommen habe, obwohl es sogar noch geruckelt hat in dem Moment, das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Nein, du baulst nicht. Vergiss es, verpiss dich. Oh Gott. Guck mal, aus diesem Eichenhöhe-Geknubbel wieder raus. Performance wieder auf 60 Frames konstant. Guten Tag. Jo, Tag. Ja, nach Augustental. Geht die Tür irgendwann zu? Ah ja, danke. Gewerbegebiet Osterfeld. Burgundia-Damm. Aber läuft. Oh Mann. Noch. Wenn die mal so oft auf andere Verkehrsteilnehmer achten, wie die Spur wechseln würden, ne? Ja, das tun sie ja nicht. Nie. Weil doof. Ich hab grad gedacht, die Feuerwehr fährt links rüber, um dann direkt wieder rechts rüber zu ziehen. Naja, das wäre jetzt aber nicht verwunderlich. Fuchsbau. Jetzt will er wieder abbiegen. Ja, hau ab. So, wenn ich mich nicht täusche, muss ich hier links? Hab ich doch. Nee,
Die einzige Linie, die hier gerade ausfährt. Also, auch gut. Schönen guten Tag. Oh, Tag. Ach ja. Ja, also ich bin in 3 Minuten auch da. Ja, ist doch gut. Fosweg. Appel. Nee, hier rechts war definitiv falsch. Ach ja, da vorne geht's weiter. Ich hab's jetzt auch nicht mehr weit. Die Ampelphasen halten einen halt echt auf. Oh ja. Ja, weil du ausnahmsweise immer an den Ampeln hältst. Ja und? Du solltest das einfach mal mehr wertschätzen. Soll ich das tun, ja? Ja. Ja. Ich habe eigentlich Vorfahrt, aber macht nichts. Bin ja ein Gönner. Taxi. Ich schätze jetzt auch mal, dass du mitten die Kreuzung da blockierst. Wieso? Die kommen doch vorbei. Was soll ich denn, hätte ich denn machen sollen? Vorher schon gucken, ob da was kommt. Da kam vorher ja keiner. Das siehst du. Das siehst du aber auch. Ich da einfach hingespawnt. Nein, das siehst du aber auch von hier kaum. Wenn du hier stehst, weil die von hier dann so rüberziehen. Aber es hat ja geklappt. Ich habe ja Platz gemacht. Und sie kam gut vorbei. Ich habe ja Platz gemacht. Ich habe sie einfach weggeschoben. Nein, nee, nein. Hat er nicht. Nein, ich habe wirklich gewartet und habe den Gegenverkehr durchgelassen. Habe dann erst komplett rumgezogen. Du hast nicht den Gegenverkehr vorgelassen, du hast den Abbiegeverkehr durchgelassen. Ja, ist ja trotzdem auch Gegenverkehr. Ja, du hast den Gegenverkehr auf deiner Straße blockiert. Mir egal. Alter, hier ist aber viel mit Einbahnstraße. Stimmt, das ist ja hier wieder so ein Waldweg zum Löwenhaus. Ja. Ja, also ich bin pünktlich und bei mir ist ein Ende in Sicht. Ja, bei mir gleich auch. Du müsstest doch da auch schon in Bandschein irgendwo sein, oder? Ja, ja. Nächster Halt ist Bendstein S-Bahn. Ja, guck mal, perfekt. So, bin da. Wer noch? Ich jetzt. Die hält doch nur die 136. Nee, die 146 müsste da, oder? Irgendwie sowas.
Ach so, ja, hier jetzt zwei Pausenplatz für die 136. Ich meine, die 146 zum Büropark müsste da noch halten. Ah, und dann geht's wieder alle im Heroldsberg. Nach Wehnhaus? Aha, geht's da nicht zurück? Ach, Löwenhaus, ja, Wehnhaus. Ah, ja, die Matrix kann das nicht. Ja, genau. Ja, schön. Schön, haben wir gut gemacht. Da hat er zeitlich perfekt hingehauen, das kommt selten genug vor. Ja, und wir sind beide wirklich fast gleichzeitig am Ziel angekommen. Also das muss man uns mal lassen. Das haben wir sehr, sehr selten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.